Jo Leute, was geht? Willkommen zu Throne and Liberty. Heute ein Video für alle Starter, die am 1.10. oder jetzt heute oder morgen reinstarten. Alles, was ihr wissen müsst für den äh, Start, alles, was ihr wissen müsst, um gut ins Game reinzustarten. Deswegen würde ich sagen, Start direkt... Rein. Als allererstes das Wichtigste, wenn ihr beim alten Lou spielen wollt und in unsere Regel kommen wollt, da ist sogar noch ein bisschen Platz, dann müsst ihr auf jeden Fall auf dem Server Geist spielen. Den seht ihr dort oben. Wenn ihr jetzt erstmal einen Charakter erstellt, dann werdet ihr auf einen Server geleitet. Äh, amerikanisch, europäisch und so weiter, natürlich macht Europa am meisten Sinn. Und dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Server auszuwählen. Wenn ihr zu mir wollt, dann Geist, aber da könnt ihr natürlich auch jeden anderen Server nehmen, den ihr da bevorzugt. Grundsätzlich ist es so, dass eigentlich fast alles vom Spiel durch die Hauptstory erklärt wird. Das heißt, eure Dungeons und wie ihr Waffen levelt und wie eure Fertigkeiten levelt und alles Mögliche wird in der Story und in den Missionen erklärt. Deswegen werde ich auch hier nicht auf alles eingehen, aber für meiner Meinung nach die wichtigsten Eckpunkte, damit ihr, wenn ihr reinstartet, genau wisst, was zu tun ist. Das Erste, wenn ihr einen Charakter habt, ist das Tutorial. Das müsst ihr einmal durchspielen, da kriegt ihr auch keine Erfahrung, das ist einmal Tutorial, da kriegt ihr... Äh, angelernt, wie ihr richtig kämpft, wie ihr anvisiert, wie ihr dodgt und und und. Also, es ist das normale Tutorial. Es dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie schnell ihr seid. Und danach geht's dann los. Und da gibt es eine Sache, die ihr sofort verstehen müsst: normale Gegner, Monster in der Welt, die ihr besiegt, Geben keine Erfahrung. Die geben ein bisschen Erfahrung, aber ihr braucht für ein Level als Beispiel 10.000 Erfahrung und ein kleiner Gegner, den ihr besiegt, gibt vielleicht so um die 20 bis 30. Da merkt ihr die Größenverhältnisse. Das bedeutet, es gibt nur einen Weg, um effektiv zu leveln und das ist die Hauptstory. Es gibt nämlich einen Hauptstory-Strang, den ihr euch schon angucken könnt. Da sitze ich genau drüber. Und der äh, umfasst genau 10 Kapitel. Und die Kapitel sind auch hinter einem Level, hinter einer Stufe versteckt. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht sofort alles durchrattern, sondern ihr müsst immer das Level erreichen, um weiterzumachen. Und es ist immer so, dass ihr nach einer Story eigentlich fast auf dem Level seid, um direkt weiterzumachen, weil die Story Erfahrung gibt, damit ihr genau auf dieses Level kommt. Jetzt zum Beispiel bei mir, Kapitel 8, müsste ich auf Level 38 sein und Kapitel 7, da bin ich gerade, habe ich noch nicht gestartet. Und ich bin jetzt gerade Level 32. Das bedeutet, dieses Kapitel wird mir ungefähr 5, 6 Level geben, damit ich dann direkt in der Story weitermachen kann. Das ist einmal wichtig zu wissen, damit ihr am Anfang, wenn ihr die ersten Gegner besiegt, euch nicht wundert, wieso ihr nicht levelt. Das kommt einfach durch die Hauptmission. Deswegen mein Tipp direkt, wenn ihr leveln wollt, was auch sehr wichtig ist, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, dann macht auf jeden Fall die Hauptmission. Kurz nebenbei, warum ich nicht auf alles eingehen kann, guckt euch das Menü an. Wenn ich da auf jeden Punkt eingehen wollen würde, dann wären wir hier nächste Woche noch dran, deswegen heute nur ein Beginner-Guide würde ich mal sagen, wenn ihr auf Start geht und dann hier in diesem Menü seid, dann gibt es eine ganz wichtige Sache, das ist der Kodex, da seht ihr einmal das Abenteuer, was ich euch gerade gesagt habe und die Erkundung. Das bedeutet, wenn ihr beim Abenteuer mal nicht weitermachen wollt oder nicht weiterkommen, weil euch das Level fehlt, dann könnt ihr hier jederzeit auch in die Erkundung gehen und hier diese Mission abschließen. Wenn ihr euch die Mission einmal, wenn ihr einmal da drauf geht, hier unten die Mission, und dann unten rechts auf Favoriten zufügen drückt, dann könnt ihr euch genau anzeigen lassen, wo ihr hin müsst, wenn ihr euch dann die Weltkarte anschaut mit so einem blauen Punkt. Das ist auf jeden Fall für die Anfänger ganz wichtig, damit ihr wisst, wo wo ihr überhaupt hin müsst. Und dann habe ich gerade eben schon gesagt, dass es wichtig ist zu leveln. Und das ist es auch, weil es gibt ein paar Levelgrenzen, die unfassbar wichtig sind. Das ist vor allem erstmal Level 7. Auf Level 7 könnt ihr nämlich einer Gilde beitreten. Und das ist essentiell wichtig. Das Gilden-Community-Feature ist somit... Einer der wichtigsten Dinge überhaupt im Spiel. Deswegen auch kommt gerne meine Gilde. Aber auch wenn ihr nicht zum Lu in die Gilde wollt, sucht euch auf jeden Fall eine Gilde von jemand, den ihr kennt oder einfach von einem großen Clan, den ihr gut findet. Und geht da mit rein. Das Ganze geht ab Level 7. Wenn ihr zu mir wollt. Wir haben aktuell noch 39 Plätze frei. Ich bin mir sicher, dass das in den, nächsten Tag voll, in den nächsten Tagen voll wird. Aber ja, kommt da gerne mit dazu, joint dem Discord. Noch haben wir hier ein bisschen Platz, seid da die Ersten, die da mit dazukommen. Mit der Gilde bekommt ihr mehr Erfahrung, die Möglichkeiten später auch Bosse herauf zu beschwören und und und. Also es ist wirklich essentiell wichtig, dass ihr da eine gute Gilde habt. Das nächste wichtige Level-Cap ist Level 15, weil mit Level 15 bekommt ihr im Fähigkeitsbaum Oben den zweiten Reiter Fähigkeitsspezialisierung. Und dort könnt ihr je nach Klasse oder je nach Waffe, die ihr spielt, verschiedenen Fähigkeiten nochmal verschiedene Buffs geben. Das Ganze wird auf Level 15 freigeschaltet und ist super, super wichtig und macht eure Fähigkeiten nochmal sehr viel stärker. Verpasst das auf jeden Fall nicht, wenn ihr Level 15 seid. Und auf Level 15 bekommt ihr das erste Mal Zugang zu den Geheimdungeons. Dort könnt ihr immer einzelne Gegner besiegen, die euch. Sehr, sehr wichtigen Loot geben. Dies seht ihr auf der rechten Seite. Diesen Loot kriegt ihr aber nur einmalig. Und hier könnt ihr dann immer, immer weiter hochsteigen, äh, bis dann ganz zum Ende und richtig, richtig guten Loot auf der rechten Seite bekommen. So wie Erfahrung und ein wenig Gold. Schaut hier auf jeden Fall alle paar Level mal rein, um hier immer den neuesten Boss herauszubeschwören. Und dann das nächste Level-Cap, das ist dann. Da werdet ihr dann auch schon ein bisschen klarkommen im Spiel. Ist Level 20. Und auf Level 20 habt ihr dann die Möglichkeit, diese, die Möglichkeit, diese op dungeons zu betreten. Die könnt ihr immer mit sechs Leuten betreten. Das würde ich euch auch empfehlen. Das sind super schwere Gegner drin. Gerade für Level 20 sind die Gegner ganz schön strong, beziehungsweise haben sehr viel Leben. Hier kriegt ihr erstmal super Loot. Das seht ihr auf der rechten Seite. Blau ist schon echt gar nicht schlecht für einen Anfang. Und für das Beenden dieser Mission kriegt ihr auch richtig gut Erfahrung. Das ist also der einzige andere. Punkt, wo ihr richtig gut Erfahrung bekommen könnt im Early Game. Bedeutet, wenn ihr auf Level 20 seid und der Hauptstory nicht weiterkommt, weil euer Level gerade nicht reicht, dann geht in die Koop-Mission und macht da zwei drei Dungeons, um die paar Level wieder aufzuholen. Noch eine wichtige Sache, was die meisten wahrscheinlich nicht sofort verstehen werden: auf dem Controller oder auch auf dem PC ist egal, gibt es hier so ein Schnellmenü. Und im Schnellmenü oben im Blitzmenü habt ihr die Möglichkeit, auf die zweite Seite zu gehen. Aber auf dem Controller ist einfach L3 reindrücken und dann seht ihr oben rechts. Ami Toy House. Das ist auch eine Mission, die ihr abschließen müsst. Das könnt ihr auch sehr, sehr früh am Spiel machen. Das ist aber sehr essentiell und für alle Early Game-Leute, die, die gerade ins Game reinstarten, sehr, sehr wichtig, weil dort kriegt ihr ganz... Coolen Loot, ohne dass ihr was dafür tun müsst. Im Laufe der Story und im Laufe eures Spiels werdet ihr nämlich verschiedene Ami-Toys bekommen. Das sind so kleine Helferlein, die euch verschiedene passive Boosts geben. Da ist es ganz wichtig, dass ihr mit der Zeit einfach weitere einsammelt. Und diese kleinen Helferlein könnt ihr hier im Expeditionsbuch auf Reise schicken. Und so eine Expedition geben euch erstmal solche Abgrundmarken, da werde ich gleich auch nochmal was zu sagen, wofür ihr die braucht, und verschiedene Loot-Sachen. Ganz wichtig ist halt, dass ihr das so schnell wie möglich hochlevelt. Ihr habt die Möglichkeit, entweder eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden oder acht Stunden die auf eine Expedition zu bringen. Äh, ich habe hier acht Stunden, weil ich gerade hier am Abend aufnehme. Ähm, damit die einmal in der Nacht durchlaufen können. Ganz wichtig ist, so schnell wie möglich auf Level 7 zu kommen. Weil sobald ihr auf Level 7 seid, könnt ihr sowohl in Leslan in dem Gebiet als auch in Felswach eine Expedition starten. Könnt also zur selben Zeit zwei Expeditionen machen, anstatt nur eine. Und später dann sogar drei, wenn ihr dann im dritten Gebiet seid. Und über Level, ja, ich weiß gar nicht, was das Level ist, weil ich da selber auch noch nicht bin. Ich gehe mal von 19 oder sowas aus oder 15. Die Profis, die schon Level 50 sind, könnt es gerne mal in die Kommentare. Schreiben. Diese Abgrundmarken aus den Expeditionen benötigt ihr hier für dieses Dungeon. Dort kommt ihr auch durch die Story ganz alleine hin. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht extra dahin laufen. Spielt einfach die Story durch und irgendwann werdet ihr hier reinkommen. Und das ist der Abgrund von Sylois. Hier bekommt ihr erstens auch nochmal die Möglichkeit, mehr Erfahrung zu bekommen. Hier gibt es Gildenverträge und hier gibt es auch sehr guten Loot. Das heißt, es ist auch ein sehr wichtiges Dungeon für später. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht vergessen, weil das im Hinterkopf wird auch auf Level 20 für euch sehr interessant werden. Und dann das allerletzte, was ich euch sagen will oder zeigen will, ist oben neben der Karte links, seht ihr bei mir die Tastenkombination L2 und Dreieck. Das ist sehr wichtig für die World Events. Da geht es schon ein bisschen ins Endgame rein, aber das ist einer der Dinge, die ihr schon relativ früh im Spiel machen könnt. Wie gesagt, ich werde zum späteren Zeitpunkt, vielleicht morgen oder übermorgen, dann nochmal ein Video machen fürs Endgame bzw. fürs Mid-Endgame, was ihr da alles machen könnt. Deswegen seid da auf jeden Fall gespannt. Hier zum Beispiel nur als kleiner Sneak Peek. Hier gibt es zum Beispiel sowas wie einen Weltboss, den man machen kann, Stufe 42. Das wäre jetzt für heute ein äh, bisschen zu weit. Aber hier gibt es auch solche Sammelquests. Hier zum Beispiel Level 12 bis 16. Und dort gibt es auch oft Codex relevante Aufgaben. Hier könnt ihr sehen, wann die immer stattfinden. Und euch dann auch direkt dorthin porten. Das heißt, wenn ihr da draufklickt, sagen wir mal, ihr sagt, ey, es ist jetzt gerade 21 Uhr und ich will das Ritual sternlicht Sternlichtsteine machen. Dann dr drückt ihr hier drauf. Ze er zeigt euch direkt an, wo das Gebiet ist. Und dann könnt ihr euch hier. Hinporten. Ich hoffe, das sind ein paar Informationen gewesen, die euch den Start erleichtern. Gerade so die ersten 1 zwei Stunden sind wirklich sehr erschlagen mit den ganzen Informationen. Mich hat es auch total überfordert. Aber wenn ihr erstmal zwei, drei Stunden drin seid, Level 7, Level 10, Level 15 seid, dann fängt es an, dass ihr so langsam einen Überblick bekommt und es ultra, ultra viel Spaß macht. Ich werde auch demnächst noch ein Fazit-Video machen. Ihr kennt das alles. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da wird es bestimmt über die nächsten Tage und Wochen das ein oder andere zu bereden geben über Throne and Liberty. Es ist ein super geiles Game. Und mein erster Ärger über den Early Access und, und, und ist wirklich verflogen. Ich bin super zufrieden mit dem Game. Es hat ultra viel Content. Und ich kann es jedem empfehlen, der ein wenig Bock auf mmo Erfahrungen hat, am 1. Oktober hier reinzuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen. Haut mal all den Like-Button unten, unten rein. Kostet euch nichts. Wäre es mega geiler Support. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.